Wenn ihr mal noch ganz kurz hört, was der Christian zu sagen hat, wenn du kurz vorstellst, wie bei dir Problematik war und was sich nach dem Taping verbessert hat. Ja gut, ich hatte zwei extreme Stups in den Sprunggelenken, weil ich beide Sprunggelenke verletzt und operiert habe. Er hat mir nachher einfach gesagt, das ist halt jetzt so, weil da die knöchernen Strukturen verletzt sind, der Grenzkapsel irgendwie, das habe ich mir dann so sagen lassen. Und jetzt ist halt der Stopp einfach deutlich später. Und relativ weich. So schnell geht's. Ja, welche Tapes haben das vor allem ausgemacht bei dir? Ja, schon das obere eigentlich, ja. Das untere dann noch extremer, was genau den Stopp betrifft. So, wann war das genau? 30. 25 Jahre. 25 Jahre. Und da hat man dann gesagt, okay, es ist knöcherner Stopp und ja, man kann nichts mehr machen. Das gibt's ja nicht. zwei kurze Tapes und dann macht man Stopp weg. Ja, bloß nicht nur der Stopp. Ich meine, die Achse rechts war fast nicht vorhanden. Ich bin extrem reingesunken. Also übrigens war wirklich ungefähr so die Kniebeuge. Ja, ich habe es nicht extra gemacht, aber jetzt kann ich einfach die Achse sehr gut im Vergleich zum anderen halten. Das war vor allem das obere Tape. Das habe ich dann auch noch überrascht extrem. Aber rechts war es jetzt extrem viel besser, links. Ja. Also schon krasse Unterschiede. Kann ich. Wie ist dein Name nochmal? Harald, kannst du vielleicht noch was zu deinem Knie sagen? Also wir haben das Knie gar nicht getaped. Ich habe da eine Knorpeldefekt in der Patellaregion. Und ich habe vorher, wenn ich runtergegangen bin in der Kniebeuge, habe ich einfach gemerkt, dass ich den Druck drauf habe auf der Patella. Und jetzt kann ich runtergehen, habe keinen Druck drauf und kann viel mehr unten von der Hems rausholen und komme einfach wesentlich tiefer rein. Ohne das Knie zu tapen. Genau, das, was ich ja erzählt habe, gestern schon eingeleitet über den Straightback Race, wo man eigentlich denkt, man testet zu viel mit der Kette, aber doch viel mehr von außen kommt. Hat sonst noch jemand irgendwas? Ja, erzähl mal die Geschichte. Also eigentlich war das beim American Football, bin ich rausgeschossen worden. durch zwei Mann. Tibi und Femur sind da aufeinander geschlagen. Ja, Kreuzbandruptur eigentlich schon seit einem Dreivierteljahr, wenn nicht gemerkt. Und auf alle Fälle, wie gesagt, Flexion und so weiter, Instabilität im Knie. Jetzt beim Gluteus, das war jetzt nicht das Ausschlaggebende, aber dann unten bei den Pyrenäen, weil ich doch sehr viel in der Jugend Supinationstrauma hatte. Und jetzt kann ich einfach ohne Probleme untergehen. Auch der Druck ist um einiges weniger geworden, obwohl jetzt noch das mit dem drin wäre. Aber ich kann komplett untergehen, ohne Probleme. Super, ja. Es ist einfach fantastisch zu sehen, wie schnell sowas gehen kann, wenn Lars 43 Jahre, Christian 25 Jahre, hätte er das vorher gewusst, aber geht ja nicht, weil da war ich noch gar nicht auf der Welt. Was ein hübscher Gedanke. Okay.